Irgendwas stimmt bei uns nicht mehr. Was ich vergessen habe, dir zu sagen, ich liebe dich. Hey, bist du noch da? Was soll das? Umdrehen. Zum Tresor. Da ist nichts drin. Wird's bald. Weiter. Aufmachen. Beiseite. Wollte mich umlegen. Ich bin wieder da. Und wo warst du? Du kannst dir solche Fragen langsam abgewöhnen. Ich bin kein Kind mehr. Ich frag dich doch auch nicht, wo du warst. Das hier ist der Besitzer, Wolfgang Kadenbach. Die Maske macht einen ganz nervös. Kannst du ihm abnehmen? Die werden immer jünger. Alles, was im Tresor übrig ist, sind ein paar Schmuckstücke und das hier. Was ist mit den Waffen? Doktor, ich verstehe das hier alles nicht. Also, Leo, auf beide ist zweimal geschossen worden.
Bei dem hier sind die Einschüsse in, sagen wir mal, normaler Schusshöhe. Das heißt, der Schusskanal ist horizontal. Und bei dem von unten nach oben. Ja und? Was soll ich jetzt denken? Dass der vom Boden aus zurückgeschossen hat, oder was? Das kann ich dir morgen nach der Obduktion sagen. Oder wir finden den Dritten. Den muss es ja gegeben haben. Gibt es auch. Ein Zeuge wartet auf dich im Laden. Der hat ihn weglaufen sehen. Hast du den gesehen? Kann ich jetzt endlich. Ja, von mir aus. Ich bin fertig. Danke. Servus. Tschüss. Und wie sieht's aus? Nichts. Nur Büros. Hier bitte. Hallo. Hallo. Wer sind Sie denn? Und wer sind Sie? Wer ich bin? Ich wollte Gute Nacht sagen. Entschuldigung. Schlaf schön. Nacht, Mama. Also ich fasse zusammen, er hatte keine Maske auf, aber Sie haben ihn nur von hinten gesehen. Ja. Und er hatte eine kleine Reisetasche. Ja. Ja, danke, Sie können dann gehen. Lassen wir den Schlüssel her. Von Riedmann. Gerade eben hat eine Frau angerufen. Was für eine Frau? Ich weiß es nicht. Sie hat sofort wieder aufgelegt. Warum antwortest du nicht? Keine Kennung, keine Uhrzeit. Komisch. So ein Goldschmied wie Kadenbach. Ist der reich, wohlhabend? Was ist der? Na, was glaubst du, was hier rumliegt? Gold, Schmuck, Diamanten? Oh, Diamanten sind eine heiße Branche. Also, mehr hat Laguna nicht bei sich gehabt. Schlüsselbund, Revolver, Ausweis. Robert Laguna, geboren am... Zeig mal her. Ach nee, guck mal. Was ist denn das? Love, love, love. Ich weiß immer noch nicht, was ich denken soll. Ich will zu meinem Mann. Lassen Sie mich durch. Frau Kadenbach. Wieso haben die Kollegen draußen Sie einfach durchgelassen? Wie sind die Täter hier reingekommen? Aufgebrochen war ja nichts. Wie viele Angestellte hat denn der Laden? Im Augenblick nur einen, ein Goldschmied. Der arbeitet dort. Haben die Kinder? Werden wir gleich erfahren. Axel ruft zurück. Die Privatadresse der Kadenbachs. Sie hatten den tiefen Schock. Ich muss Sie in die Klinik mitnehmen. Ja, gut. Wolfgang Kadenbach ist zu keiner Zeit auffällig geworden. Nee, auch nicht im Zusammenhang mit Diamanten, Schwarzkauf oder sowas. Gar nichts. Aber Roland Laguna, ja, gegen den läuft noch ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags. Und er hat mehrere Jugendstrafen. Ich habe seine Akte und ein paar Fotos hier vor mir liegen. Hm? Ja, okay. Ach, bist du noch dran? Ja. Die Frau Kadenbach ist übrigens Studienrätin. Hey, Axel, Moment, Moment. Leo, komm doch jetzt, bitte. Guten Abend, mein Name ist Heimann. Wir sind von der Kriminalpolizei. Das ist Herr Kress. Was ist denn los? Dürfen wir reinkommen? Klar, können Sie reinkommen, aber...
Danke. Sie hätten noch ablegen können. Nein, nein, danke. Sind Sie der Sohn von Herrn Kadenbach? Ja? Was ist denn passiert? Ihr Vater ist erschossen worden. Beim Raubüberfall in sein Geschäft. Mein Vater erschießt doch keiner. Wieso glauben Sie das? Weil er ein guter Mensch ist. Wo ist meine Mutter? Ich habe sie schon besucht. In einer Klinik. Sie hat einen Schock. Was ist los? Vater ist erschossen worden. Nein! Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Warum starren Sie mich so an? Wir müssen Sie mitnehmen ins Präsidium. Mich? Warum? Wo ist Mutter? In der Klinik. Wir nehmen Sie jetzt mit. Warum? Ich habe Sie gefragt, warum? Das haben wir am Tatort gefunden, bei einem toten jungen Mann. So wie es aussieht, hat Ihr Vater ihn erschossen. Und deswegen werden wir Sie jetzt mitnehmen. Kommen Sie bitte. Bitte. Sag, dass es nicht wahr ist. Das ist nicht wahr. Ich habe unseren Vater nicht umgebracht. Sag das nochmal. Das Mädchen auf dem Foto ist die Tochter. Nein, ich kann hier noch lange noch nicht weg, Axel. Du, da ist jemand gekommen, ich muss aufhören. Ja, gut, Ende. Hendrik Kadenbach. Riedmann, ich bin von der Mordkommission. Mein Beileid. Kann ich meinen Vater nicht nochmal sehen? Lassen Sie das lieber. Sagen Sie, wissen Sie zufällig, was da drin war? Der Vater immer seine besten Stücke aufbewahrt. Über Nacht. Und Geld? Weiß ich nicht. Die Werktische. Wessen Plätze sind das? Da hat mein Vater meistens gearbeitet. Und das ist der Platz von Herrn Burkhardt, ein Goldschmiedenangestellter. Wo finden wir ihn? Der ist im Urlaub. Auf Gran Canaria, soviel ich weiß. Die, die hier rein sind, müssen einen Schlüssel gehabt haben. Hat der Burkhardt einen Schlüssel? Hat er einen Schlüssel? Das weiß ich nicht. Ich möchte jetzt nach Hause. Ihre Mutter liegt in der Heidemann-Klinik. Kann man zu ihr? Ich glaube, besser noch nicht. Sie wissen, dass Ihre Kollegen meine Schwester mitgenommen haben? Ja. Sie können einen Rechtsanwalt anrufen. Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Was ist denn los? Du, bevor ich da wieder reingehe, muss ich mir wenigstens vorstellen können, was passiert ist. Du nicht? Kannst du dir nicht vorstellen, dass ein zweiter Täter Roland Laguna erschossen hat? Warum auch immer? Vielleicht, um die Beute nicht teilen zu müssen. Oder? Mit der Pistole von Kadenbach. Na klar. Damit wir das glauben sollen, was wir bis jetzt tatsächlich glauben. Dass Kadenbach den Laguna noch im Sterben erschossen hat. Ja. Wäre der zweite Täter schön raus, ne? Hätte er keinen Mord am Hals. Wenn wir ihn finden, ne? Ruf bitte
Riedmann an, er soll die Hände von Kadenbach auf Schmauspuren untersuchen lassen. Das wird doch sowieso gemacht. Er ruft ihn trotzdem. Also, Sie möchten keinen Anwalt. Ich studiere Jura. Ja, Werner, Zeugen habt ihr den Kadenbach? Ja, wie Sie wollen. Tut mir leid, der Tod von Ihrem Vater. Strengen Sie sich nicht unnötig an. Es geht Ihnen doch um was ganz anderes. Sie werden es nicht für möglich halten, mir tut jeder Tote leid. Also erklären Sie uns das. Wir finden einen ausgeraubten Tresor und Ihren toten Vater. Erschossen. Bei einem Täter, ebenfalls erschossen, finden wir dieses Foto. Eindeutig Sie. Was sollen wir uns jetzt vorstellen? Wenn das Ihr Freund war, werde ich Ihnen auch in diesem Fall mein Beileid aussprechen. Wie kann man bloß so zynisch sein? Das ist nicht zynisch. Er war mein Freund, bis vor einem halben Jahr. Dann habe ich Schluss gemacht. Sind Sie jetzt zufrieden? Nö, so einfach machen wir uns das nur auch wieder nicht. Kannten Ihre Eltern Laguna? Nein, nur mein Bruder kannte ihn. Ja, und sein Tod? Tut Ihnen leid? Unter diesen Umständen nicht. Ich krieg das sowieso nicht zusammen. Eine Studentin der Rechtswissenschaft und dieser Roland Laguna. Sie müssen das doch nicht zusammenkriegen. Na, vielleicht doch. Die beiden, die ihren Vater ausgeraubt und erschossen haben, die hatten einen Schlüssel. Vielleicht wollen Sie jetzt doch einen Anwalt. Nein! Sie werden sich schwer tun, mich da reinzuziehen. Was heißt reinziehen? Sie sind mittendrin. Wieso kannten Ihre Eltern Laguna nicht? Ich wusste, dass Roland vorbestraft ist. Meine Eltern hätten das nie akzeptiert. Hatten Sie eigentlich einen Schlüssel für das Geschäft? Aber Sie hätten einen machen lassen können. Nein, warum sollte ich? Also nochmal, wir haben bei einem der Täter, der offensichtlich, bevor er selber starb, Ihren Vater getötet hat, ein Foto von Ihnen gefunden und wir sind nicht bereit, das als Zufall hinzunehmen. Würden Sie das? Nein, würde ich auch nicht. Also dann? Jeden Donnerstagabend, da war mein Vater noch mal für ein paar Stunden in der Werkstatt. Buchhaltung. Die Täter müssen das gewusst haben. Sie fangen an, sich selber zu belasten. Ist Ihnen das klar? So was sagt man nur, wenn man ein reines Gewissen hat. Ich gehe jetzt. Oder können Sie mich festhalten? Der Tod Ihres Vaters scheint Sie ja nicht sehr zu berühren. Ich sehe keine Veranlassung, Ihnen hier eine Vorstellung zu geben. Ich habe meinen Vater geliebt. Moment, ich muss Sie runterbringen. Sag mal, was war denn dem? Weiß ich nicht. Apparat Kress, Richter. Ja. Danke. Morgen früh können wir. Was können wir morgen früh? Entschuldigung, zu Frau Kranenbach in die Klinik. Na, hat sie noch was gesagt? Ja, Laguna hat in der Pension Winkelhof gewohnt. Das ist eine Absteige. Seit wann? Leo, ich weiß es doch nicht. Sie sagt, sie hat lange keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Wo geht er jetzt hin? In die Klinik. Warum? Weil die Ärzte gesagt haben, wir können erst morgen früh zu Frau Kadenbach. Weißt du, wie spät es ist? Nee, das will ich überhaupt nicht wissen. Moment, Moment. Wo wollen Sie denn hin? Möchte zu Frau Kadenbach, ich bin Kriminalbeamter. Hat man Ihnen nichts ausgerichtet? Doch, natürlich. Hier werden Sie nicht durchkommen. Die Patientin ist psychisch nicht belastbar. Mhm. Morgen früh. Vielleicht. Kannst du dir vorstellen, dass es Vater nicht mehr gibt? Mutter kann man im Moment weder besuchen noch anrufen. Ich weiß überhaupt nicht, was wir machen sollen.
Mutter wird den Laden verkaufen. Das meine ich nicht. Schleppt dieser Idiot überhaupt ein Foto von mir mit sich rum? Jetzt sag was! Was soll ich denn sagen? Würde ich immer noch geliebt haben. Das hilft mir weiter. Ich verstehe das alles nicht. Was die Polizei mir anhängen will. Entschuldigung, ich habe noch Licht gesehen. Das ist der Schlüsselbund Ihres Vaters. Den Ladenschlüssel haben wir behalten. Meine Schwester hat mir erzählt, wer das war. Roland Laguna. Ja, es beschäftigt uns auch. Ich muss. Bis morgen. Vanessa? Vanessa! Ich bin hier. War das die Polizei? Der Schlüsselbund von Vater. Wir müssen was mit dem Geschäft machen. Da habe ich ganz bestimmt keinen Bock drauf. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Roland. Frag mich sowas nie wieder. Du hast gewusst, dass er vorbestraft war. Ja und? Du auch! Was willst du? Er war schon wieder vor uns da. Das Foto von Laguna ist weg. Wer war vor uns da? Der Alte. Diesen Schlüssel habe ich bei Werner Burkhardt, dem Angestellten von Kadenbach, gefunden. In der Schublade von seinem Arbeitstisch. Passend tut er. Und was sagt uns das? Ich lasse untersuchen, ob jemand einen Abdruck davon gemacht hat. Bleibst du hier? Natürlich, ich habe genug zu tun. Na denn? Gehen wir. Ich möchte auch aus dem Leben gehen. Wie mein Mann. Frau Kadenbach, Sie haben zwei Kinder. Die hatte er auch. Ja, ja, aber Ihr Mann ist ja nicht freiwillig aus dem Leben gegangen. Ich versuche das zu begreifen, aber ich schaff's nicht. Was waren Sie für eine Familie? Ganz normal wie andere auch. Und Ihre Kinder? Ach, schwierig. Wie andere auch. Frau Kadenbach. Wer ist das? Ich wollte Sie fragen, ob Sie den kennen. Nein. Er hat, so wie es aussieht, bei dem Überfall Ihren Mann erschossen. Er ist selber tot. Warum zeigen Sie mir das Foto von dem Menschen? Weil wir bei Ihnen das Foto hier gefunden haben. Was heißt das? Das ist Vanessa. Ich verstehe das nicht. Ja, wir eben auch nicht. Ihre Tochter war
eine Zeit lang mit diesem Mann befreundet. Roland Laguna heißt er. Er ist mehrfach vorbestraft. Ich werde doch wahnsinnig! Erklären Sie mir das! Das kann ich nicht. Wer hat den Mann getötet? Ihr Mann, wie es aussieht, bevor er starb. Aber genau werden wir das morgen wissen. Wussten Sie, dass Ihr Mann eine Waffe hat? Ja, natürlich, für alle Fälle. Was werden Sie jetzt mit meiner Tochter machen? Das wissen wir noch nicht. Ich werde dir einen guten Anwalt besorgen. Bisher wollte sie keinen. Frau Kadenbach, ich will Sie dann noch nicht länger stören. Ach, übrigens, im Geschäft haben wir ein Fax gefunden. Warum antwortest du nicht? Vorher habe ich ein anderes geschickt. Und was stand da drauf? Ich liebe dich auch. Kommen Sie ruhig. Was habt ihr mir zu sagen? Ich... nichts. Sie vielleicht. Sag mal, spinnst du? Also ich finde, Liebmann sollte sich das hier mal anschauen. Bruno Falterbauer, geboren in Saarbrücken. Ein falscher Pass. Ja? Entschuldigung, die Post ist heute später als sonst. Es ist eben erst gekommen. Ein Brief für Herrn Laguna. Kennen Sie das Mädchen? Ja, Sie können gehen. Bruno Falterbauer, gebucht nach Sydney, 16.20 Uhr. Na, das wird ja dann wohl nichts mit Australien, Herr Falterbauer, alias Laguna. Laguna. Und mit ihrem Bruder. Hallo, ich habe auf Sie gewartet. Setzen Sie sich einen Moment zu mir in den Wagen. Ja, klar. Ich weiß sehr wenig über Sie. Da gibt's nicht viel.
Ich habe mein Studium hingeschmissen und hängt zum Entsetzen meiner Eltern rum. Die Tugenden, die mir fehlen, hat meine Schwester. Die ist fleißig und diszipliniert, sagte mein Vater. Ach, sagen Sie doch Ihrer Schwester, sie kann fahren. Ich bringe sie dann nach Hause. Sie will nicht fahren. Kannten Sie Roland Laguna? Ja. Aber als meine Schwester mit ihm Schluss gemacht hat, habe ich mich mit ihm nicht mehr getroffen. Und? Wie fanden Sie ihn? Wie ich ihn fand? Ich fand ihn ganz spannend. Er war das Gegenteil von dem, was ich war. So einen lernt man normalerweise nicht kennen. Was waren Sie eigentlich für eine Familie? Eine von vielen, oder wie alle anderen. Ja, so ähnlich hat das Ihre Mutter auch ausgedrückt. Vielleicht ist es ja jetzt ganz gut so. Meine Mutter hat einen Freund. Hat sie? Mein Vater hat auch eine Freundin, glaube ich. Eltern denken immer, Kinder kriegen sowas nicht mit. Dabei kapieren die sowas schneller als die Eltern. Können Sie sich vorstellen, was bei dem Raubüberfall passiert ist? Nein. Kann ich nicht. Mein Vater hat einen der beiden Gangster erschossen. Sie sind sich schon bewusst, dass wir nach jemandem suchen, der nah genug dran war, um an einen Schlüssel zu kommen? Ja. Dazu zählen Sie auch. Ja, ich weiß. Ja gut, das war's. Bitte. Wir sehen uns dann noch. Wir wollen, dass du uns die Passagierliste für den Flug nach Sydney besorgst. Gute Arbeit. Sehr gut. Sehr gute Fälschung. Wir wollen überhaupt, dass du dir das Zimmer von Laguna mal anschaust. Ja, weil du findest garantiert noch was. Der Hammer ist, Kadenbach hat nicht geschossen. Also doch. Müssen wir uns jetzt auf den zweiten Mann konzentrieren. Wie denn? Es gibt nicht eine Spur von ihm. Wer sagt denn überhaupt, dass es ein Mann war? Ich frage ihn nur mal so. Laguna wollte weg. Heute Nachmittag. Nach Australien. Mit gefälschtem Pass. Warum sagt denn keiner mehr was? Im Winkelhof der Pension von Laguna kennt man Vanessa Kadenbach angeblich nicht, aber Laguna hat tatsächlich durchgehend ein Dreivierteljahr da gewohnt. Ach, das ist ja interessant. Kann ich das haben? Nein, ich mache erst Kopien davon. Also, der erste Mann erschießt Kadenbach, als er seine Pistole zieht. Das war die aus dem Tresor. Dann nimmt der zweite Mann Kadenbachs Pistole vom Boden auf und erschießt damit den ersten. Was fangen wir damit an? Natürlich kann es auch eine Frau gewesen sein. Sie oder er wollte die Beute nicht teilen. Ja, Heimann. Ja, danke. Frau Kadenbach wird aus der Klinik entlassen. Auf eigenen Wunsch. Aha. Wann? Jetzt. Sie wird abgeholt.
Warum bist du nicht hochgekommen? Die Polizei hat garantiert Leute oben. Jetzt ist alles ganz anders. Jetzt ist es kein Spiel mehr. Es war nie ein Spiel für mich. Wovor hast du Angst? Ich habe keine Angst. Wenn ich dich jemals gebraucht habe, jetzt brauche ich dich. Ich war es, deine Frau. Die Schule, die Leute. Deine Kinder. Die Polizei. Du solltest auch Angst haben. Ja, ich bin's. Ja, Moment, ich schreibe. Nochmal die ersten beiden Zahlen. Und vorher war FF. Jo. Ja. Sag mal, woher wusstest du eigentlich, dass sie da hinfahren? Instinkt. Wo sollte sie sonst hinfahren? Soll sie einen Tag nach dem Tod von ihrem Mann ihren Kindern den Liebhaber vorführen? Wohl kaum. Ja, okay, bis gleich. Wie finde ich denn das? Die Kadenbach hat sich, wie es aussieht, von ihrem Freund von der Klinik abholen lassen. Und jetzt will sie mit ihm in den Laden. Was es alles so gibt? Ist schon ein Fuchs, unser Leo. Ja, Richter hier. Morddezernat 4, Quatsch 2. Ich brauche mal Namen und Adresse von einem Kraftfahrzeughalter. Kennzeichen MFF 2533. Früher haben wir beide uns immer hier getroffen. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Ich möchte nicht hier sein. Was willst du hier? Dass du mich in den Arm nimmst. Warum sagst du nichts? Was soll ich sagen? Sag doch irgendwas. Sag wenigstens, es ist alles ganz furchtbar. Zu irgendwas muss der Tod von Wolfgang doch gut sein. Die hat einen Freund, die Kadenbach. Was fangen wir nun damit an? Ich finde, der kommt ein bisschen spät ins Spiel, dein Freund. Der Obduktionsbericht. Und das ist die Passagierliste für den Flug nach Sydney. Hallo, Leo. Hallo. Tja, ist nicht sehr wahrscheinlich, dass der Kadenbach noch in der Lage war, 203 Schüsse abzugeben. Ja, und? Was? Ach so.
Der Halter des Wagens ist Werner Feldmann, Studienrat, an derselben Schule wie Frau Kadenbach. Auch verheiratet, wenn du es genau wissen willst. Zwei Kinder. Ja, was ist? Traut er einem Studienrat keinen Raubüberfall zu? Doch, doch. Vielleicht war es ja auch eine Inszenierung, um den Ehemann loszuwerden. Hm? Nein? Laguna und Feldmann. Glaube ich auch nicht. Mein Vater war Oberstudienrat. Das wissen wir. Du, ich krieg noch was von dir. Die Kopie von dem Foto. Ich habe mir Kopien gemacht, du kriegst das Original. Der Porsche ist als gestohlen gemeldet. Na klar, was sonst? Wann? Seit über einem Jahr, ist nie wieder aufgetaucht. Ja, soll ich den Feldmann herbestellen? Aber schnell. Und dann fangen wir gleich an mit Alibi und so. Ja, hinfahren, Axel. Hinfahren, ihn verunsichern. In Herrn Studienrat. Irgendwann braucht uns der Alte überhaupt nicht mehr. Wo kommst du denn her? Ich hätte dich doch abholen können. Wollte ich nicht. Was willst du jetzt? Gucken, ob du da bist. Du hättest ihn ruhig mit reinbringen können. Wen? Du kannst jetzt aufhören, uns was vorzuspielen. Ich spiele euch was vor. Ja. Er ist Werner Feldmann und er ist an deiner Schule. Hendrik! Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was ich mit dem Tod von Frau Kadenbachs Mann zu tun haben soll. Keine Angst, wir werden Ihnen das schon noch erklären. Kann ich mal telefonieren? Natürlich, wenn Sie Ihren Rechtsanwalt anrufen wollen. Ja, wollen Sie? Und sonst? Meinetwegen. Bitte schön. Danke. Wollen Sie nicht ablegen? Nee, danke, ich muss sowieso gleich weiter. Aber setzen vielleicht. Danke. Ich kann jetzt den Leichnam Ihres Mannes zur Beerdigung freigeben. Das ist das eine. Ja, Kadenbach. Es tut mir leid, ich kann jetzt nicht reden. Ja. Tja, so schnell können einem Lügen das Leben durcheinander bringen. Das war Ihr Freund eben, nicht? Lassen Sie meinen Freund doch daraus, bitte. Warum sollten wir? Und das andere, was ich Ihnen sagen wollte, ist, dass Roland Laguna nicht von Ihrem Mann getötet wurde. Wir wissen es jetzt. Wer dann? Es waren zwei. Haben Sie es vergessen? Ja, das war's, was ich Ihnen sagen wollte. Ich weiß nicht, ob Sie das tröstet. Ich bin völlig durcheinander. Und wann finden Sie den anderen? Bald. Ziemlich bald. Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you.
Ich weiß nicht, ob Sie mich einfach hier so festhalten können. Einfach so nicht, aber es geht. Wir warten auf unseren Chef, Herrn Hauptkommissar Kress. Können Sie sich nicht hinsetzen, bitte? Kann ich. Es geht um den Mord an Wolfgang Kadenbach. Das ist Ihnen doch klar, oder? Und Sie sind der Freund von Frau Kadenbach. Oder Ihr Geliebter. Oder beides. Aber das war doch ein Raubüberfall, denke ich. Das muss nicht stimmen. Das kann auch inszeniert sein. Und manchmal neigen wir dazu, das zu glauben. Sie sind doch nicht mehr zu retten. Wollen Sie jetzt den Anwalt anrufen? Ja. Ich bin verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen. Trotzdem sollten Sie schon mal darüber nachdenken, wo Sie waren. Zur Tatzeit. Hättest du doch sagen können, dass du hier bist. Hättest du doch auch sagen können, oder? Hm. Unten war niemand. Die sind alle vom gleichen Kaliber. Entschuldigung, ich war gerade... Sind Sie der Inhaber hier? Das ist Hauptkommissar Kress. Ja, Winkelhof heiße ich, Winkelhof. Sagen Sie mal, hat Sie das nicht gestört, dass der die Resultate von seinen Schießübungen hier rumstehen hat? Sehen Sie sich das mal an. Das ist doch direkt vor Ihrer Pension. Dachauer Straße und so. Heiß hier nicht. Na, versuchen Sie mal zu erinnern. Na? Keine Ahnung. Du bist schuld, dass dein Vater nicht mehr am Leben ist. Pack deine Sachen und verschwinde! Ich will dich nie mehr wiedersehen. Fass mich nicht an! Du brauchst nicht mehr zu lügen. Was ist denn los? Lass mich allein. Mach nicht auf. Mach nicht auf, bitte. Vanessa!
Ist Ihre Mutter da? Ja. Auch Ihr Bruder? Er war's? Ja. Und Sie wollten ihn laufen lassen? Ja. Ihr Sohn hatte die ganze Zeit Kontakt zu Laguna. Wo ist der Schmuck? Das Geld aus dem Tresor? In meiner Tasche. Ich hab das alles nicht gewollt. Ich wollte nicht, dass er meinen Vater erschießt. Zwei Tote. Wofür? Wofür, habe ich Sie gefragt? Weg von hier. Weit weg. Von all der Scheiße hier. Das habe ich gewollt. Das Zeug im Tresor, das war doch versichert. Legen Sie die Hände an die Wand. Einen Schritt zurück, Beine breit, rechte Hand nach hinten. Sie haben nicht nur Beihilfe geleistet beim Mord an Ihrem Vater. Sie haben auch Ihren Komplizen Laguna ermordet. Sie sind vorläufig festgenommen.